Agent 505, Todesfalle Beirut. Der lautlose Tod bedroht die Weltstadt Beirut. Wird Agent 505 den Wettlauf mit dem Tod gewinnen? Dass Sie da sind. Ich hab gedacht, mein letztes Stündlein hat geschlagen. Wir können uns gerne eine ganze Stunde prügeln, wenn ich mal Zeit für dich habe. Schieß! Ich besitze mehr Geld, als ich jemals ausgeben könnte. Warum sollte ich Menschen ermorden? Aus politischen oder aus religiösen Motiven? Seit wann sind Sie schon in Beirut? Seit 3 Tagen. Ich gebe nur kurze Gastspiele, aber intensiv. Hatten Sie nicht ein bisschen Angst, dass ich Sie treffen könnte? Nicht eine Sekunde. Man lebt richtig auf. Agent 505, gnadenloser Kämpfer für das Recht, von schönen Frauen verwöhnt, von seinen Feinden gehasst. 505 schreckt vor keiner Gefahr zurück. Dass Beirut mit seinen über 650.000 Einwohnern vernichtet werden soll, glauben Sie doch wohl selbst nicht. Agent 505, Todesfalle Beirut. Fragen Sie, wer dran ist. Hallo? Mit Frederick Stafford, Genevieve Cluny, Willy Birgel, Pierre Richard, Gisela Arden, Chris Howland und Harald Leibniz. Hast du keinen kleinen Job für mich? Ich bin nämlich völlig blank. Ich hätte einen für dich, einen, der dir gefallen wird. Zieh dich aus. Hä? Zieh dich aus! Leandros, ich verlange eine Erklärung. Erbarmungslose Gangster, hinreißende Frauen und stahlharte Agenten in einem Abenteuerfilm von Weltformat. Knalle ich dich ab wie einen Hund. Mir macht es Spaß, dich lebend zu kriegen. Agent 505, Todesfalle Beirut.